Langsam finden alle ihren Platz. Wie schön. Sind alle da? Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Einen schönen ersten Advent wünsche ich euch allen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich finde, der erste Advent hat immer einen Zauber in sich. Es ist das erste Licht, der Duft der frischen Zweige, ein Glitzern der Erinnerungen an vergangene Adventskalender und Kerzenduft und Geschichten am Abend und schönste Lieder. Es ist der Beginn eines neuen Kirchenjahres mit all der Hoffnung, die in jedem neuen Anfang liegt. Jeder Neuanfang beginnt auch mit einem Abschied vom Vorherigen und darum ist heute auch ein Tag zum Abschied nehmen, weil ich mich auf den Weg mache in eine neue Gemeinde. Unsere Dekanin Britta Müller ist da, um dieses Abschiednehmen mit uns gemeinsam zu begehen. Im Pfarramt haben wir diese Woche diskutiert, ob Weinen erlaubt ist. Ich habe stark dafür plädiert, ja, aber nur, wenn das Lachen nicht zu kurz kommt, weil ich finde, beim Weinen, da spürt man, was einem am Herzen liegt, und ihr liegt mir am Herzen. Einen herzlichen Dank an unseren Posaunenchor und an den Salva, vielleicht auch den Uwe, ich weiß nicht, ob er auch musiziert, die diesen Gottesdienst musikalisch festlich gestalten. Gottes Geist möge uns begleiten, und nun öffnen wir für ihn unseres Herzens Tür und singen: Macht hoch die Tür. Thank you.
Wir beten miteinander den Adventspsalm im Wechsel. Freue dich sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Freue dich sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Freue dich sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Manchmal öffnen wir unsere Tore weit und rufen nach Gott, weil wir Angst haben oder traurig sind oder verzweifelt. Und dann kommt er nicht so sichtbar, wie wir es erwarten und erhoffen. Manchmal auch sind unsere Tore verschlossen, weil wir gar keinen Sinn für ihn haben oder keine Zeit für diesen König. Lasst uns Gott um sein Erbarmen und um sein Kommen bitten. Herr, erbarme dich. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren. Und er zieht nicht ein wie ein großer, brutaler Herrscher. Er kommt sanftmütig auf einem Esel. In Armut wird er hineingeboren, damit er nicht auf dem hohen Ross sitzt, damit er die Armen und Verzweifelten und Traurigen sehen kann, damit er mit uns auf Augenhöhe ist. Unermüdlich klopft er bei uns an, so kommt er uns entgegen mit seinem Licht. Wir singen den Adventsruf, Tochter Zion. Thank you.
Lasst uns beten. Wir machen unsere Tore und Türen weit auf, Gott. Hilf du uns, sie zu öffnen. Wir warten und flehen, manchmal in Verzweiflung nach deiner Gegenwart, dass dein Licht der Liebe hell scheinen möge in unserer Welt. Öffne unsere Augen und unser Herz für dein Licht. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Amen. Wir hören die Evangeliumslesung für den ersten Advent aus dem Matthäusevangelium. Jesu Einzug in Jerusalem. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie. Er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Wege aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die, die ihm nachfolgten, riefen: Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, ein Licht haben wir heute angezündet. Das erste Licht am Adventskranz. Ganz frisch ist es noch. Und gleichzeitig ist es ein altes Licht. Es bringt viele Erfahrungen mit, viele Geschichten scheinen in dieser einen Flamme. Manchmal ist ein Licht ziemlich lang unterwegs, um bei uns anzukommen. Neulich war ich spät nachmittags noch mal im Wald, kurz frische Luft schnappen. Und weil es schon stockdunkel war, bin ich auf dem geraden Hauptweg gelaufen. Ich wollte im Wald nicht unbedingt den Wildschweinen begegnen, die hinterlassen da immer ihre Spuren. Und plötzlich scheint ein Licht auf. Vorn am Weg. Außenrum war es wirklich pechschwarze Nacht, nur dieses eine Licht war zu sehen. Wer mir da wohl entgegenkommt? Ein Hund konnte es nicht sein, die haben ja manchmal so Leuchtehalsbänder, aber die wackeln dann immer so beim Laufen, das erkennt man schon. Also habe ich gedacht, gut, gebissen werde ich nicht. Das war ich schon mal gut. Das Licht war ganz gerade. Und dann habe ich gedacht, na, ein Fahrrad wird es sein. Etwas, das mich zwar nicht beißen kann, aber umfahren. Das kann mich ja nicht sehen. Also bin ich schnell auf die Seite, habe gedacht, der ist bestimmt gleich da, das Licht. Das scheint ja so nah. Und da stand ich und habe gewartet. Und es hat ganz schön lang gedauert, bis das Licht irgendwie näher kam, bis da ein Schattenumriss eines Rades zu erkennen war. Ganz schön lang war diese Lichtquelle auf dem Weg zu mir gewesen. Und dann war es mein Mann Manu auf dem Heimweg. Wie schön. Er hat mich auch nicht umgefahren. Manchmal ist ein Licht ziemlich lange zu uns unterwegs. Das Licht mancher Sterne am Abendhimmel ist manchmal Jahrzehnte, manches sogar Millionen Jahre zu uns unterwegs, bis wir das Licht sehen, weil die Sterne so unvorstellbar weit weg sind. Und wenn wir das Licht sehen, dann ist es noch lange nicht angekommen, weil die Reise des Lichtes ist noch nicht zu Ende. Licht ist immer irgendwie unterwegs. Und so gebe ich euch heute ein Lichtwort weiter, das auch schon einen langen Weg durch die Geschichte und Herzen der Menschen hinter sich hat und so Gott will auch noch vor sich hat. Denn viele haben es durch die Zeiten hindurch gehört und viele werden es hoffentlich noch hören. Wir lesen beim Propheten Jesaja im 60. Kapitel: Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Ein Lichtwort, das Gott seinem Volk Israel zuspricht am Ende dieser zehrenden Exilsituation. Alles muss neu aufgebaut werden, alle zerschundenen Seelen und Körper müssen neue Kraft bekommen, Jerusalem samt dem Tempel wieder aufgebaut werden. Nicht verzagen und resignieren, sondern einen Neuanfang wagen. Darum geht es. Aber das ist gar nicht so leicht. Jemand sagte mir diese Woche, der schwierigste Teil des Aufbruchs ist der erste Weg aus der Tür hinaus. Und darum schenkt Gott ihnen mit den Worten des Jesaja Mut und Kraft und den Segenszuspruch, diesen ersten Schritt zu wagen. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Gottes Licht mit seiner Hoffnung und Zuversicht kommt dir entgegen. Es wird für dich leuchten. Mach dich auf den Weg. Als ich über dieses Lichtwort des Jesaja nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass es lange nicht das einzige Lichtwort in unserer Bibel ist. Es hat schon einen weiten Weg zurückgelegt. Es ist eingereiht in eine Lichterkette an lebensbejahenden Worten, die Gott seinen Menschen schenkt.
Lichterkette. Wer hat schon adventlich daheim geschmückt? Lichterkette. Wer hat eine? Keine Lichterkette? Schon, ne? Jawohl. Oder eine Kerze angezündet. Also so eine Lichterkette habe ich in unserer Bibel gefunden. Quer durch die Bibel. Denn alles beginnt ganz vorne mit den Worten: Und Gott sprach, es werde Licht. In den ersten Versen unserer Bibel lässt Gott der verdunkelten Chaoswelt ein Licht aufgehen. Und das ist der Anfang allen Lebens. Dann später zaubert er mit dem Licht in allen Farben des Regenbogens über den Himmel Noahs und verspricht allem Leben auf Erden seine Fürsorge. Danach ist da Abraham, über dem Gott einen wunderbaren Sternenhimmel aufgehen lässt, mit dem Versprechen: So zahlreich und verheißungsvoll wird deine Zukunft und die deiner Nachfahren sein. Mach dich auf den Weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. Auch hier ist dieses Lichtwort mit einem neuen Anfang verbunden für Abraham. Er muss sich auf den Weg machen in ein neues Licht unter dem Sternenhimmel Gottes. Ich denke, das braucht man, wenn man aufbricht zu neuen Ufern. Ein Licht, das einem den Weg beleuchtet. So ganz ohne Licht habe ich mich im Wald auch nicht wohl gefühlt auf meinem Spaziergang. Und deswegen bin ich auch den geraden Weg gegangen, den ich gut kenne. Denn auf einem unbekannten Weg kann man ohne Licht nicht gehen. Und darum, wenn ich mich heute von euch verabschiede und dann ab Januar in meiner neuen Gemeinde unbekannte neue Wege gehe, dann nehme ich ein Licht mit. Das Licht dieser ersten Adventskerze. In diesem Licht stecken für mich alle Lichtworte Gottes, sein Zuspruch, sein Geleit. Darin stecken für mich auch alle Lichtmomente, die ich mit euch hier erlebt habe. Das Miteinander lachen, das Miteinander trauern, denn ich muss heute auch an die Menschen denken, die die Gemeinde hier geprägt haben, als ich vor fast 7 Jahren zu euch kam, die heute nicht mehr bei uns sind. Da haben wir auch die Trauer miteinander geteilt. Und ich denke an Diskussionen über unsere Kirche und ich denke an wunderbare Ideen und daran, dass immer jemand da war, der Lust hatte, mit mir eine neue Idee auszuprobieren. Ich denke ans gemeinsame Essen, das hier gute Tradition hat, wo wir uns beim der Dinner Church oder beim Stadtteilbrunch oder sonst an schön gedeckte Tische gesetzt haben. Ich denke an die vertrauensvolle, gute Gemeinschaft im Pfarramt, dass wir uns immer aufeinander verlassen konnten. An Gottesdienste denke ich, in denen wir miteinander unseren Glauben gelebt und geteilt haben. An so manche Lebensgeschichte, die ihr mir anvertraut habt. An die lustigen Momente mit den Kindern und an Freundschaften, die ich gefunden habe. Voller Dankbarkeit nehme ich diesen ganzen Schatz an Lichtmomenten mit mir mit in diesem einen Adventslicht. Dankbar, weil Gott sie uns miteinander geschenkt hat. Ich hoffe, dass ihr auch den einen oder anderen Lichterschatz in eurem Herzen bewahrt. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Die Lichterkette Gottes, sie ist bei Jesaja noch nicht zu Ende. Denn immer wieder scheint in der Bibel Gottes Zuspruch auf. Später im Neuen Testament scheint er für uns Christen als heller Stern über einem armseligen Stall, in dem das Kindlein in der Krippe liegt. Als dieses Kind Jesus erwachsen geworden ist, sagt er: Ich bin das Licht der Welt. Und auch ihr seid das Licht der Welt. Stellt es nicht unter den Scheffel, sondern lasst es leuchten. Gebt es weiter. Sodass noch später Paulus an seine Gemeinde schreibt: Ihr seid Kinder des Lichts.
Diese Lichterkette Gottes, sie leuchtet uns auf heute in diesem ersten Adventslicht. Frisch und neu haben wir es angezündet, ist es doch gleichzeitig ein altes Licht, weil die Geschichte Gottes mit den Menschen in ihm widerscheint. Und es beleuchtet nicht nur meine neuen Wege, es beleuchtet auch eure alten und neuen Wege. Nicht nur ich mache mich auf den Weg, hier in der Gemeinde wird es auch neue Anfänge geben. Das Kirchenjahr beginnt und mit ihm gibt es zum Beispiel einen neuen Anfang mit meinem Nachfolger. Wie wunderbar. Dann wird die Kirche ab dem Frühjahr umgebaut und auch da wird viel Neues möglich werden und nötig sein. Zudem wird es eine neu verstärkte Zusammenarbeit geben zwischen den Gemeinden. Auch daraus kann viel Gutes wachsen. Viele neue Wege gibt es auch persönlich bei manchen, von denen ich es weiß. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Ein Aufbruch in etwas Neues heißt immer auch loslassen, Abschied nehmen. Und das tut weh. Mir tut es heute weh. Auch wenn ich mich auf meine Stelle in Cadolzburg freue, die ich mir ja ausgesucht habe, trotzdem ist es heute ein Abschied, der mich traurig macht. Und da finde ich, es ist gut zu wissen, dass das Licht, das uns heute am Adventskranz scheint, dasselbe Licht ist, das heute auch in Cadolzburg angezündet wurde am Adventskranz, wie ich wohl annehme. Oder an den anderen Orten und Lebensinhalten, zu denen ihr euch auf den Weg macht. Es ist dasselbe Licht, das hoffentlich auch im nächsten Jahr zum ersten Advent in der neu umgebauten Markuskirche angezündet wird. Eine Lichterkette Gottes ist es, die sich durch die Zeiten und Generationen, die Lebensgeschichten und um die ganze Welt herum zieht. Es sind viele Lichter, aber es ist eine Lichtquelle, aus der es uns scheint, um unseren Weg zu beleuchten. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und der Friede Gottes, der höher ist, als wir meinen und verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. So, jetzt will ich mit euch gerne einen Kanon singen. Schauen wir mal, wie bekannt er ist. Wir singen es auf jeden Fall mindestens zweimal zusammen. Und dann würde ich sagen, teilen wir durch zwei, das reicht. Okay? Mache dich auf und werde Licht. Thank you.
sehr schön. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Frau Robledo, unsere ersten Begegnungen, so erinnere ich mich, waren überwiegend digital. Ich erinnere mich an Ihren Osterfilm, den man auf YouTube verfolgen konnte, an ein Gebet im Pfarrgarten zu unserem Himmelfahrtsfilm und daran, wie Sie von den guten Kontakten am Gartenzaun erzählt haben in einer unserer ersten digitalen Pfarrkonferenzen, als Sie Ostergeschenke verteilt haben. Das war so dieses Hereineinfinden darin, wie können wir Gemeindearbeit unter diesen Corona-Bedingungen gestalten. Und ich bin mir aber auch sicher, dass Sie schon vor der Pandemie kreative Wege gegangen sind, um Menschen anzusprechen. Und dabei ist mein Eindruck, dass Sie gerne Neues, auch mal Ungewöhnliches ausprobieren und gleichzeitig aber auch die vertrauten Formen sehr gerne gestalten. Zum heutigen Advent, zum ersten Advent und Ihrem Abschied passt ein Freudenruf aus dem Jesaja-Buch Kapitel 52. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Die gute Botschaft, das Evangelium zu den Menschen zu tragen, das, liebe Frau Robledo, ist Ihr Herzensanliegen. Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen. Ich denke, dass Ihnen die Herausforderungen des Lebens und die Zerrissenheit dieser Welt, in die diese Worte gesprochen werden, hier in der Markusgemeinde besonders vor Augen waren. Denn zur Markusgemeinde gehören Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten und Lebensbedingungen in den Stadtteilen Kiebitzenhof und Marterlach. Und sie wissen auch um die Flucht- und Verfolgungserfahrungen persischer Gemeindeglieder. Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, das bedeutet, vom Frieden zu sprechen in einer unfriedlichen Welt. Heil zu verkündigen, auch wenn vor Augen ist, was nicht heile ist, was gebrochen und belastet ist. Es bedeutet, den Horizont zu öffnen, über das hinaus, was vor Augen ist, und von Gottes Gegenwart zu erzählen. Sie waren Ihre Tätigkeit als Pfarrerin hier gemeinsam im Team und mit dem Kirchenvorstand engagiert bei der Frage, wie kann diese gute Botschaft, Heil und Frieden, Gottes Gegenwart, den Menschen hier erzählt werden? Wie kann diese Botschaft sie erreichen? Und so haben Sie sicher gerne mitdiskutiert über die Entwicklung der Kirchengemeinde und über die Öffnung hin zum Stadtteil Kiebitzenhof. Und es war Ihnen gleichzeitig ein Anliegen, die Bedürfnisse der Familien in der Marterlach nicht aus dem Blick geraten zu lassen. Das alles, so mein Eindruck, haben Sie mit Freundlichkeit, Beharrlichkeit und viel Humor gerne getan. Und damit haben Sie Spuren hinterlassen hier in der Markusgemeinde und dafür danke ich Ihnen. Die Spuren, die die Markusgemeinde bei Ihnen hinterlassen hat, die nehmen Sie mit in Ihre neue Pfarrstelle und Ihre neue Verantwortung in Karolsburg. Und dafür wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie Gottes Segen. Wünsche Ihnen, dass Sie auch als Familie das, was hier gut war, die Begegnungen, die Menschen, die Erfahrungen mitnehmen wie ein Schatz an den neuen Lebensort. Auch wenn der Umzug, glaube ich, noch etwas auf sich warten lässt.
Als kleines Abschiedsgeschenk habe ich Geschichten mit ungewöhnlichen Perspektiven mitgebracht. Ich dachte, das passt zu Ihnen. Einmal sozusagen Bibelgeschichten quer gelesen und ein Adventskalender der besonderen Art als Vorabgruß aus dem Dekanat Fürth. Und Sie dürfen einfach mal neben sich greifen und diese kleine beide Dinge zu sich holen. Sie gehören jetzt Ihnen. Liebe Frau Robledo, vielleicht haben Sie im Fürther Pfarrkapitel mehr Glück mit der Doppelkopfrunde. Auch wenn Sie, was ich aus eigener Erfahrung weiß, inzwischen ja auch Schafkopf beherrschen. Und ich weiß zumindest von einem Pfarrer aus dem Fürther Pfarrkapitel, der sehr gerne Doppelkopf spielt. Viel Glück damit. Und nun bitte ich Sie hier nach vorne an meine linke Seite. Johanna Robledo, wir geben dich frei von den dienstlichen Verpflichtungen in der Kirchengemeinde der Markusgemeinde. Lasst uns beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Treuer Gott, du schenkst deiner Gemeinde viele Begabungen und wächst die Bereitschaft, dir und einander zu dienen. Wir danken dir für Johanna Robledo und für den Segen, den du auf ihre Arbeit gelegt hast. Schenke ihr Freude an allem, was gelungen ist. In Gedanken an Fehler und Versäumtes, vergib, was sie schuldig geblieben ist. Und hilf ihr barmherzig, mit sich selbst zu sein. Vergib uns, was wir ihr gegenüber schuldig blieben. Segne sie auf ihrem Weg in die Zukunft. Schenke ihr Kraft und Freude für ihre neuen Aufgaben. Begleite sie und ihre Familie in diesen neuen Anfang. Durch Jesus Christus und die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Gott segne deinen Blick zurück und deinen Schritt voran. Gott bewahre dir die Erfahrung an diesem Ort und begleite dich auf deinem neuen Weg. So segne dich der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und Sie dürfen sich schon wieder setzen. Liebe Gemeinde, ein neuer Abschnitt liegt vor Ihnen. Und so gilt es auch für Sie, eine gute Balance zu finden in Bewahren dessen, was gut war, was Ihnen kostbar geworden ist in der Zeit mit Johanna Robledo und die gute Balance zwischen dem Bewahren und der Offenheit für das Neue, was auf Sie zukommt. Ab 1. Januar wird Martin Schewe die Stelle von der halben Stelle in der Markusgemeinde übernehmen und wir werden uns im Februar wieder zu einer Einführung hier sehen. Ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, Gemeinde gestalten Sie alle im Miteinander. Und so segne Ihr Tun und auch ihr Lassen, der barmherzige Gott, und segne auch ihre Kirchengemeinde. Amen. Thank you.
Mit Gottes Hilfe sind wir eine lebendige Gemeinde. Herzlichen Dank für alle Gaben und Spenden. Sie sehen alles aufgelistet auf dem Blatt. Wir danken für diese Gaben. Gott freut sich über alle Gaben der Nächstenliebe und macht daraus Segen. Herzliche Einladung. Nächsten Sonntag am 2. Advent ist hier in der Markuskirche um 17 Uhr ein Gottesdienst mit adventlicher Musik. Kann kein Konzert sein, es ist ein gottesdienstliches Konzert und irgendwas ist mit 3, was die Silvia mir sagt. 3G. Ich dachte schon 3 Lieder, aber es gilt 3G, also Impfpass mitbringen. Was Sie heute einlegen, ist bestimmt für Brot für die Welt. Und ein Mitglied aus unserer Gemeinde ist verstorben und wurde kirchlich bestattet. Rosalie Stich im Alter von 81 Jahren. Wir halten inne zum Gebet. Guter Gott, wir bitten dich für unsere verstorbene Rosalie Stich. Und wir bitten dich für unsere Verstorbenen, die wir im Herzen haben, dass sie behütet sind in deiner guten Hand. Tröste alle, die um sie Trauer tragen, mit dem Trost, den nur du geben kannst. Amen. Und so gehen wir in diese Woche mit dem Wochenspruch: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Guter Gott, wir danken dir, dass du in unsere Welt gekommen bist, in unserem Bruder Jesus Christus. Dass du in unserer Dunkelheit immer wieder ein Licht anzündest und unsere Wege erleuchtest. Wir danken dir für deine Lichterketten, mit denen du unser Leben schmückst. Wir bitten dich, Gott, für unsere Anfänge, dass wir den Mut finden, die ersten Schritte zu wagen. Schenke uns Zuversicht, dass du uns begleitest. Wir bitten dich, Gott, für die Menschen, die sich auf den Weg machen müssen, weil sie in ihrer Heimat nicht mehr leben können, dass sie auf ihren unbekannten Wegen hilfsbereiten Menschen begegnen und eine neue Heimat finden. Wir bitten dich, Gott, für unsere Gemeinde, dass uns immer wieder Lichtmomente miteinander geschenkt sind, dass wir füreinander da sind und miteinander im Glauben wachsen. Wir bitten dich für die kleine Welt um uns herum, für die Menschen, die wir lieb haben und für die Menschen, mit denen wir es schwer haben, dass du uns alle miteinander behütest. Komm uns entgegen, Gott, mit deinem Licht. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Sonntag, in diese Adventszeit und in das kommende Kirchenjahr mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
Bevor wir jetzt noch ein Segenslied singen, eins meiner Lieblingslieder, haben wir noch ein kleines Geburtstagslied, weil nämlich die Silvia Geburtstag hat heute und wir gratulieren ihr ganz herzlich. Vielen Dank, dass du an deinem Geburtstag hier diesen Gottesdienst mitgestaltest. So, und wir wollten singen, viel Glück und viel Segen. Salva, bist du bereit? Da bist du ja. Dürfen wir schon machen, oder Silvia? Jetzt kannst du es auch nicht verhindern. Und jetzt singen wir miteinander ein Segenslied. Ach so, Sekunde. Nach dem Gottesdienst ist es schön, wenn alle Lust haben, noch ein bisschen da zu sein. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt jemanden, der auch noch was sagen will. Und dann sind draußen schon heute Morgen im halben Schneetreiben wunderbar so Zeltchen aufgebaut worden. Also in der Kirche können wir nichts essen und trinken und reden, weil ihr wisst warum. Es gibt diesen komischen Virus, ich weiß nicht, wie der heißt. Jedenfalls, du weißt es. Ja, yeah. Okay, der. Und wir treffen uns nach dem Gottesdienst. Wer Lust hat, noch da zu bleiben, draußen, da kann man dann auch einfach ein bisschen einen Kaffee trinken, was Warmes. Und glaube ich sogar einen Lebkuchen schon mal essen. Es ist ja der erste Advent. Jetzt geht's. Jetzt singen wir.